So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, nächster Versuch. Samson mit The Beast zu besiegen. Denn das hat beim letzten Mal... Halt, stopp, wir gehen in keinen Itemraum. Wir wollen ja erst das Planetarium haben. Ja, der Run letztes Mal war gut. Der Run war echt gut. Also, wir sind ja super gut durchgekommen. Wir sind ja sogar mit zweimal voller HP-Leiste. Mit zweimal voller Leiste. Das muss man sich mal erstmal vor... Oha. Das muss man sich mal erstmal vorstellen. Wir sind zweimal mit voller Leiste. Scheiße. Wir sind zweimal mit voller Leiste. Ja, okay, ich meine, wenn ich nicht weiß, was die Galpille ist, ist doof, aber jetzt weiß ich's. Sehr praktisch. Jetzt versuche ich zum dritten Mal meinen Satz anzufangen. Wir sind zweimal mit voller Leiste ein Boss gewesen. Fast voll. Doch, es war voll. Es war komplett voll. Wir hatten zweimal volle Herzen. Und ich hab's trotzdem verkackt. Weil ich aber... Ich war teilweise... Ich glaube, ich war einfach ein bisschen zu groß. Also es war echt schwierig, bei den Reitern auszuweichen, muss ich gestehen. Das hat mir echt Probleme bereitet. Aber es... Ach, Mann. Ach, jetzt hör halt auf, getroffen zu werden. Aber es hat man auch gemerkt, dass mir das Probleme bereitet hat. Und, ja. Und... Ja, und dann war halt noch das Problem, dass ich nicht realisiert... Also nicht realisiert habe ich es schon, aber nicht wusste. Das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht. Dass ich nicht wusste... Okay, Tour of Diamonds nehmen wir mit. Ja, was macht denn jetzt Emperor? Fragezeichen. Der normale Emperor bringt mich zum Emperor, aber... Was macht denn Emperor? Fragezeichen. Teleport to an extra boss room that drops a boss room item as normal. This room isn't part of the actual floor and leaving it returns you to where you teleported from. Das kann irgendein Boss sein. Es kann irgendein Boss sein. Interessant. So, wenn wir keine Bombe finden, werde ich mich jetzt mal in den Moon-Raum begeben. Also in den Geheimraum. Aber erst gehen wir in den Shop und gucken, ob wir da was kaufen können. Können wir nicht, wir haben kein Geld. Null. Brauche ich eigentlich gar nicht hier weitermachen. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich was. Das macht einfach nur... Ja, ich weiß nicht, warum ich das haben will. Lassen wir mal liegen. Wir haben noch einen Raum. Oh, und dann haben wir noch so einen Raum. Jo, das war super knapp. Ich mag die Gegner überhaupt nicht, ne? Oh, noch eine Karte. Ah, Empress. Empress nehmen wir mit. Empress nehmen wir mit. Okay. Wobei ich eigentlich Tour of Diamonds auch gerne... Empress lassen wir hier. Für später. Oh. Komm, jetzt genug Geld, dass ich das Ding im Shop kaufen kann. Ach du Scheiße. Das ist genau eine Münze zu wenig. Das ist genau ein... Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ich mach das jetzt. Es ist zu bald eigentlich. Es ist eigentlich zu bald. Wie gesagt, Empress lassen wir hier. Es ist eigentlich zu bald, aber ich nutze jetzt die Tour of Diamonds. Ist mir scheißegal. Ich nutze die jetzt. Dann kaufe ich das.
Dann wird irgendwas hier gratis gleich. Dann kaufe ich das. Und dann kaufe ich das. Habe ich jetzt die Karten verwandelt? Ich habe da gerade nicht dran gedacht. Ich glaube, da verwandelt man die Karten. Kann das sein? Ich glaube, da verwandelt man die Karten auf der Ebene. Ah, wenn da jetzt Pillen liegen, dann... Ja. Na gut. Na gut. Dann hat sich das erledigt. Zum Glück sind es alles gute Pillen, bis auf die. Und Galb werden wir behalten. Sobald wir ein geiles Twinket haben, können wir uns den Twinket-Effekt für immer einverleiben. Ja, okay, dann hat sich meine... Ja, ach, jetzt hätte ich Emperor-Fragezeichen vorher einsetzen müssen. Mist! Ärgerlich, aber kann ich nicht ändern. Ist okay, ist okay. Kann ich mitleben. Habe ich nicht nachgedacht, ich hätte erst Emperor-Fragezeichen, ne? Naja. Es ist, wie es ist. Book of Shadows und... Oh, das Telepathiebuch würde ich aber natürlich auch gerne... Ah, wenn wir jetzt noch sowas wie extra Raum für Space bei Item hätten, ne? Aber ich meine, ein gratis Item pro Shop? Oh ja, wir können direkt Evil ab. Wobei, wir können natürlich auch erst warten. Wir können natürlich auch erst warten und gucken, ob wir irgendwann ein besseres Trinket bekommen, was wir uns einverleiben. Im Moment kann ich das ja einfach tragen. Vielleicht gibt es ja noch was Cooleres. Und es gibt definitiv coolere Trinkets als das. Also das ist ein gutes Trinket, aber solange ich es in der Hand habe, gilt's ja eh. Na, da muss ich jetzt mir nicht hier einen Stress machen. Nein, nicht auslaufen, nicht auslaufen! Mist. Aber wir sind beim Shop, das heißt, wir können direkt mal hier reinwuseln. Und gucken, was er mir Nettes gibt, gratis. Wieder den Sack. Das ist doch schön. So. Das Problem ist natürlich, die Aufladung kann man im Prinzip nicht... wirklich als Aufladung bezeichnen. Na doch, ich laber Scheiße. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, man kann nicht sagen, okay, ich setze es jetzt ein, dass sich die nächsten Räume wieder ums Aufladen kümmern. Weil man ja erst den Shop finden muss. Und bis dahin musste ich jetzt ja sozusagen, aber ich glaube, es waren um die 6 Räume. Naja, ich glaube, es ein paar Striche mehr hätten es sein können. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich meine, sowas wie das Book of Shadows ist natürlich schon auch eine Geschichte. Ah, ist ärgerlich. Ist schon ein bisschen ärgerlich, ne? Was ist das denn? Ist das eine Wurst? Das ist eine abgeschnittene Wurst. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oder vielleicht auch schon und weiß es nur nicht mehr. Ich tippe mal Sausage ein. Vielleicht heißt es ja irgendwas mit Sausage. Das sieht aus wie so eine Salami-Wurst. Gibt es Sausage? Okay, Sausage gibt es. Doch, tatsächlich! Das heißt exakt Sausage. Es ist einfach eine Wurst. Ich hätte jetzt halt gedacht, okay, vielleicht kommt Sausage drin vor. Das Ding heißt einfach Sausage. All Stats Up ist das. Das ist ein All Stats Up. Ja, moin. Die Wurst. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß es nicht. Das kommt mir nicht bekannt vor. Gut, dass wir eine Bombe haben. Das ist einfach eine Wurst. Natürlich feiere ich. Guter Secret-Raum. Sehr guter Secret-Raum. So kann es weitergehen.
Oh Mann. Nein, hör auf. So kann es nicht weitergehen. Nicht noch getroffen werden jetzt hier. Wir wollen schön den Devil Room auslösen. Hilfe. Wird kritisch. So, rein da. Wo ist er? Na gut. Aber der kann mir zum Glück nicht allzu viel anhaben. Das sollten wir ohne Treffer durchkommen. Das sollten wir ohne Treffer wirklich durchkommen. Sehr schön. Sehr schön. Okay, prima. Jetzt, wo wir eh nur noch rote Herzen haben, wobei jetzt wäre es sowieso völlig egal, in jeder Situation wäre es jetzt völlig egal. Erstens können wir noch den Geheimraum hier mitnehmen, der hier vermutlich ist. Sehr guter Geheimraum. Kommst du mit einer Bombe rein, gehst du mit fünf wieder raus. Schöner, schöner Geheimraum. Haben wir Bild? Yes. Haben wir Ton? Yes. Ich bin da so vorsichtig geworden, es ist nicht mehr schön. So, haben wir irgendwo ein blaues Steinchen oder was anderes Spannendes zum Sprengen? Schade. Ja, komm, den Schlüssel holen wir uns. Wir kriegen ja eh keine weitere Gratis-Geschichte mehr hier. Insofern passt das. Na, also wir kriegen keine weitere Aufladung. War das, was ich sagen wollte. Hier ist auch nichts Spannendes mehr. Dann gibt es jetzt nur noch für uns den... Oh! Kommen wir da mit einer Bombe ran? Müsste funktionieren so. Scheiße! Ja, dann hat sich jetzt der Dingsraum aber erledigt. Jetzt doch nicht mehr. Okay, das eine blaue Herz opfere ich in der Hoffnung, dass hier was Brauchbares drin ist. Ja, also Entschuldigung. Da haben wir jetzt den Satan-Deal mal mitgenommen. Es ist ein Damage-Up und dann nehme ich den Satan-Deal mit. Jetzt ist nur die Frage... Ich fühle halt dieses Buch schon sehr bei Bosskämpfen. Na? Zielsuchende Schüsse sind so genial. Auch für schwierige Räume. Ich gebe den Einkaufdings jetzt hier ab. Ich gebe den Einkaufdings jetzt hier ab. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und hättet das vielleicht auch so gemacht. Ich bin absoluter Freund von Engelräumen, aber bei der Option ist es für mich echt schwierig zu sagen, hey, ich nehme nicht dieses Buch mit. Ich finde das Buch großartig. Da muss jetzt schon ein sehr starkes Space-Item kommen, dass ich das Buch wieder hergebe. Es ist halt gerade auch, ne, es ist in so vielen Räumen, es ist so nützlich. Es ist in so vielen Räumen, es ist einfach so, scheiße, so nützlich. Okay, da ist mein Planetarium. Mit der Venus, oh ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. HP ab technisch schon wieder hier gut unterwegs. Und Gegner, die in meiner Nähe sind, werden jetzt charmed. Also auch das sehr geil. Meinem Charme kann jetzt niemand entfliehen. Dann können wir jetzt auch wieder alle Itemräume mitnehmen. Muss ich nur kurz laut sagen, dass ich es auch wirklich mache. Ne?
Ja, wir nehmen das Band. Je mehr Puffer wir haben, umso besser. Auch wenn jetzt nur noch Satan-Deals kommen, aber wir haben sehr viele rote Herzen, sodass ich auch gewissen Satan-Deals gar nicht mal abgeneigt wäre. Aber die müssen schon sehr stark sein. Ne? Also, so ein bisschen reicht nicht aus. Die müssen schon sehr stark sein. Wir werden sehen, was jetzt für einer kommt. Ich weiß, dass ich noch einen Itemraum machen muss, aber ich mache erstmal jetzt hier Bosskampf. Und ich liebe es halt, einfach nur aufs Ausweichen zu achten und einfach nur zu schießen. Das ist so viel angenehmer. Als schießen und ausweichen zu müssen. Kein Satan-Deal, ist aber in Ordnung. HP abnehmen wir natürlich mit. Hab nur kurz überlegt, ob ich es erst liegen lassen soll und später einsammle oder gleich einsammle und dann liegen lasse. Aber ich habe mich jetzt so entschieden. Okay, dann nicht. Dann ist er ganz woanders, der Geheimraum. Er könnte noch hier sein, aber ich habe nicht so viele Bomben. Ja, 2 Bomben verschleudert. Blöd. Ach, Käse. Wait. Stopp. Das gibt mir, glaube ich, ein HP ab, ein schwarzes und ein blaues, richtig? Ich glaube, das ist ein dreifaches HP ab und zwar in jeder Ausführung einmal. Genau. Ich wollte nur sicher gehen. Ich habe vor allem vollkommen recht gehabt, dass ich es nicht einsetze, wenn es mir nichts bringt. Aber so bringt es mir jetzt was. So macht es mich jetzt komplett voll. Genau, dann passt es. Weil ich habe das schon öfter eingesetzt, wo ich fast volle Herzen hatte und nicht wusste, was es tut. Und das ist dumm. Obviously ist es dumm. Können wir einfach direkt einsetzen. Stimmt, ich habe ja more Pilgrim. Ich habe ja sogar Platz für mehr Pillen. Dann kann ich Galb ja wirklich eine ganze Weile mitnehmen. Selbst wenn ich eine Pille, eine andere Pille irgendwann mal mitnehmen möchte. Was weiß ich, falls ich ein Balls of Steel finde zweimal oder so. Weil beim ersten Mal weiß ich ja nicht, dass es Balls of... Oh, komm. Das ist genau wieder so ein Raum, wo ich das hier jetzt sehr, sehr bevorzuge. Weil es einfach so viel angenehmer ist. Nice. Okay, da ist mein Itemraum. Ach, shit. Der unten ging auch auf. Was ist hier drin? Nee. Das braucht man nicht. So, was ist hier drin? Das können wir mitnehmen. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist natürlich voll okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch noch der Curse Room sein. Wobei, muss nicht, aber meistens halt schon. Oh, passt. Kein Verlust, aber auch kein Gewinn. Insofern passt das. Alles gut. So. Das ist doch bisher in Ordnung, würde ich sagen. Das ist doch bisher in Ordnung. Dann können wir gehen. Nichts weiter hier zu tun.
Ja, dann gehen wir auch. Wo muss ich denn lang? Hilfe. Hier lang, okay. Wir haben jetzt einige Herzen hier noch übrig, aber wie gesagt, ich... Wobei, ich... Nee, kann ich... Nee. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Passt schon. Bam, 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 bam. Flooded Caves 2. Keine schöne Ebene, weil blöde Gegner hier vorhanden sind. Oh, aber vielleicht können wir uns gleich schön durchmetzeln. Erstmal weiter. So viel metzeln wie geht. Ja, hier ist der Weg erstmal zu Ende, weil da komme ich jetzt nicht weiter zurück. So, was ist das? Speed up, schön, schön, schön. Jetzt will ich eigentlich gar nicht in den Shop rein, weil mit so wenig Energie, so wenig Geld bringt es im Moment nicht so viel. Ne? Das können wir erstmal lassen. Dafür können wir den Raum hier besuchen. Okay. Einmal sehr schön zusammenstellen, die Kisten, dass genau eine Bombe... Ah, mein Gott, ich bin blöd. Dass genau eine Bombe ausreicht, wollte ich sagen. Und hier oben muss ich aber eh auch nochmal sprengen. Das heißt, wir müssen die Kisten so zusammenstellen, dass die hier explodieren. Und hier der Weg zu der anderen Kiste geöffnet wird. Und dann haben wir vielleicht auch schon genug Geld zusammen. Man weiß es nicht so genau. Irgendwas Brauchbares wird da auf jeden Fall bei rumkommen. Yo. Sehr schön. Okay, jetzt ist eigentlich Experimental Pill... Kann man machen, weil selbst ein HP-Down wäre jetzt nicht so schlimm. Range-Up, Speed-Down, völlig in Ordnung. Und noch mehr Bombs. Okay. Ist doch schön, ist doch schön. So, dann können wir jetzt hier auch mal sprengen. Dann finden wir die Pille auch noch raus. Ist okay. Dann wissen wir jetzt, was Tears-Down ist und sammeln sie wieder ein. Man muss halt einmal auch die schlechten Erfahrungen machen. Aber die macht man halt immer nur einmal. Aber wie gesagt, die sind halt leider notwendig. Soll ich es riskieren? Nee. Bin ich zu feige. Keine Lust, hier blaue Herzen zu opfern. Für eine Münze. Das ist halt Quatsch. Ja. Gut. Das ist leider nichts für uns. Das ist leider nichts für uns. Insofern lassen wir es mal hier drin. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann eine Rune, die... Ah, wobei, gibt es überhaupt noch Runen, wenn ich jetzt alles in Pillen verwandelt habe? Wahrscheinlich gibt es gar keine Runen mehr. Ich weiß es gar nicht. Ah, das ist jetzt erstmal nichts für mich. Mist. Voll reingerannt. Und da ist mein neuer Devil Deal mit. Okay, ich kann... Also ich lasse jetzt das erstmal kurz hier liegen, weil... wenn, weil ich kann es eigentlich jetzt schon nehmen. Es sind zwei... Ist es ein HP ab, ne? Ich nehme es nachher. Okay. Das nehmen wir alles nicht mit. Das kann da alles behalten. Dann kann ich es jetzt auch mitnehmen. Genau. Ich weiß nicht, warum ich überlegt habe, es nicht gleich zu nehmen, aber irgendeinen Gedanken werde ich dabei gehabt haben, den ich jetzt gerade nicht nachvollziehen kann. Ist ja auch egal. Okay, es war ein Versuch, dann lassen wir es. Würde hier nicht passen. Das heißt, die Lücke ist schon mal passé. Hier würde es noch funktionieren. Hier würde es noch funktionieren. Jetzt muss ich den Raum hier oben angucken. Ja, wir haben vermutlich den Geheimraum gefunden. Mal gucken. Nice. Okay, guter Geheimraum.
Jetzt brauche ich den auch nicht mehr sprengen, das nützt mir jetzt nicht so viel. Gute Geschichte bisher. In Anblick, dass wir jetzt doch schon ein bisschen was an Geld gesammelt haben, würde ich trotzdem mal weiter gucken und schauen, was wir noch... Ach ja! Den Raum will ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ganz wichtig. Aber jetzt nehmen wir vorher noch den Raum hier unten. Nein, das war hier runter. Ups. Ja, falsch. Egal. Dann gehen wir hier runter. Okay, wir haben relativ wenig Bomben, aber viele... Viele Schlüssel. Andersrum. Relativ wenig Schlüssel, aber viele Bomben. Insofern kann ich die eine Bombe hier mal opfern für einen Schlüssel. Das ist okay. Und dann können wir jetzt hier einmal reingehen. Kostet uns halt ein schwarzes Herz. Aber vielleicht... Fuck. Kommt ja ein blaues Herz wieder dabei rum. Du kannst mich mal... Ciao. Ja, hätte ich jetzt nicht Müll gebaut und wäre ins Feuer reingerannt, dann hätte ich jetzt ein halbes Herz mehr. Aber was sonst. Das sind halt leider Dinge, die passieren. Speed up. Sehr schön. Dann können wir mal wieder uns einen Speed down auch vertragen. Dann ist es nicht so schlimm und tut nicht so weh. Sollte es mal wieder passieren. So, ich glaube, jetzt haben wir auch schon gar keinen Raum. Jetzt brauche ich auch nicht weiter hier rumrennen. So, wir haben keinen Steam Sale, aber mit 4 Schlüsseln würde ich trotzdem einmal versuchen, in den Shop zu gucken. Und wenn es nur ein blaues Herz ist, was wir dort kaufen. Und wenn es nur ein blaues Herz ist. Hier ist nichts mehr Brauchbares. Okay. Komm zu mir. Sehr schön. Sehr schön. Das war auch rechtzeitig, dass wir es gefunden haben. Kann man nutzen. Gut, zwei... Nee, wir haben noch 3 Itemräume. Das ist wirklich schön. Okay. Gute Sache. Dann jetzt aber weiter im Programm. Was habe ich... Da habe ich liegen lassen, ne? Genau. Wie gesagt, vielleicht finden wir was zum Rerollen. Keine Ahnung. Glaub's zwar nicht, weil die Pille, die Rune, mit der wir rerollen, die ist Vergangenheit. Die kriege ich schon nicht mehr. Weil wir Pillen haben. Wieso gehe ich nicht da runter? Weil wir Pillen haben. Und. Ja, ansonsten, es gibt keine Pille, die rerollt, ne? Ich glaube, es gibt keine Pille, die rerollt. Bin mir nicht sicher. So. Aber wie auch immer. Oha, wo kommt ihr denn her? Von da unten. Bisher auf jeden Fall ein sehr interessanter One. Kommt noch was aus dem Boden oder ist nur er da? Okay, ist nur er da. Dann ist das ja easy. Gut. Ich muss nur unbedingt dran denken, dass ich in der nächsten Ebene dann mir die Fools-Karte hoch... Oh, shit! Oh, shit! Gibt das jetzt eine Telepille oder was ist das jetzt? Was da rauskommt. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Ich krieg keine Fools-Karte mehr. Oh, shit. Ich brauche irgendwas zum Teleportieren. Hilfe, ich habe ein Problem.
Oh, verdammt, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Wir können Biest nicht machen im Moment. Wir kriegen den Rückweg nicht hin. Oh, shit. Also ich hoffe, das Spiel macht als Äquivalent dann eine Telepille draus oder so und ist schlau genug. Aber ich würde es halt nicht sehen. Ich müsste es dann darauf auf Verdacht ankommen lassen. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendein Item, was mich teleportiert. Ich brauche irgendein Item, was mich teleportiert. Scheiße. Das hat mich jetzt ein bisschen demotiviert. Hilfe, ich habe ein Problem. No. No. Das ist nicht gut. Ich brauche irgendwas, das mich teleportiert. Fuck. Fuck. Ich meine, das ist ja, also... Oder lässt das Spiel das als Karte gelten? Bleibt das eine Karte, weil es ein Quest-Item praktisch ist? Oder kann man sich damit wirklich wieder mal was verbauen? Was ja ziemlich typisch wäre für Isaac. Dass man sich damit echt was verbauen kann. Oh mein Gott. Das ist jetzt freundlich ausgedrückt scheiße. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird eine Telepille draus oder so. Keine Ahnung. Muss ich aber erst austesten. Oder wir finden halt irgendwas, was uns vorher teleportiert. Oder also wir finden irgendwas anderes, was teleportiert. Keine Ahnung. Teleportationsbuch oder so. Ich meine, wir kriegen ja noch zwei Itemräume mit jeweils Auswahl. So ist ja nicht. Theoretisch kann es ja sein, dass wir noch Zeug bekommen. Ne? Wieder nicht. Okay. Ah, da drüben könnte auch noch der Geheimraum und Itemraum sein. Gehen wir aber erstmal hier lang. Die Ebene ist ganz schön groß. Shit. Okay, da ist ein Stachelraum. Den müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Oh, shit. So dumm das jetzt klingt, ich würde gerade selbst die verfluchte Perle nehmen. Ich brauche irgendwas zum Teleportieren. Und die könnte im Stachelraum sein. Ich brauche irgendwas zum Teleportieren, verdammte Axt. Okay, keine Perle. Ich habe die mal Mom's Pearl genannt, aber die heißt anders. Ich habe nur schon wieder vergessen, wie. Shit, ich müsste eine Telepille finden, aber dann wissen, dass es eine ist. Oh, Himmel, hilf.
Entweder wir kriegen ein Item, was... Oh, ich meine, ich kriege gleich eine Item-Auswahl. Das ist auch cool. Vielleicht ist ja was Brauchbares am Start. Das teleportiert mich beides nicht, aber die Box ist... Ist die Box ein Spacebar-Item? Die Spider-Box oder wie das Ding heißt? Okay, das hat mit Box nichts zu tun. Ich tippe mal Spider ein. Da ist sie. Box of Spider... Hä, wieso ist das bei Box nicht aufgetaucht? Ah, ist bei Box aufgetaucht. Ja, Spawns Spiders nützt mir nichts. Na, dann nehmen wir halt den Analogstick mit. Auch wenn der mir jetzt auch nicht wirklich was nützt. Also er ist okay, weil es ist ein Tears-Up. Im Prinzip nutze ich eher das Tears-Up als die, als den Effekt dahinter. Ach, Scheibenhonig. Ey, das ist jetzt richtig kacke. Ey, das ist jetzt richtig kacke. Fuck. Also, vielleicht habe ich ja auch gar nicht recht. Vielleicht kommt ja wirklich die Karte dabei raus. Und das, die haben daran gedacht, dass sie das nicht dem Spieler anlasten, wenn er so blöd ist. Und alle... Ah, wollte ich nicht. Und alles verwandelt. Vielleicht haben sie ja dran gedacht. Vielleicht waren sie ja nett. Aber es ist Isaac. Wir kennen die Antwort. wir kennen die Antwort. Ich brauche eigentlich gar nicht überlegen, ob sie nett waren. Wo ist denn dieser scheiß Geheimraum? Ich muss jetzt alles mit Items, alles, wo es Items geben könnte, absuchen. Ich habe doch jetzt aber alle Möglichkeiten, die gut aussehen, ausprobiert. Dann ist er wieder irgendwo komisch. Ach, das ist doch kacke. Ich hasse es, wenn der Itemraum irgendwo komisch ist. Dann komme ich jetzt nicht ran. Fuck. War im Shop irgendwas Nützliches noch? Nichts, was mir in meinem aktuellen Problem hilft. Na toll. Hilft mir leider auch nicht in meinem aktuellen Problem. Oder habe ich hier einfach schlecht gesprengt wieder? Hier ist die Tür, dann müsste er hier sein. Nee. Da ist nix. Ich muss jetzt aber... Wir haben so viele Bomben, ich muss jetzt den Geheimraum noch finden. Hier habe ich gesprengt, da war er nicht. Also der ist ausgeschlossen. Achso, stopp, wir suchen mal den ersten Geheimraum. Also den Secret-Geheimraum. Okay, hier wäre denkbar. Da ist zwar eine Bombe mal fast explodiert, aber nicht so richtig. Ach, scheiße. Dann muss ich es hier einmal probieren. Dann muss ich es vorsichtig hier einmal probieren. Okay. Okay. Vielleicht können wir eine Telepille lokalisieren. Dann bräuchten wir aber halt noch eine. Das ist das Problem. Pretty Fly können wir nachmachen. Die kennen wir noch nicht. Die kennen wir schon. Die kennen wir auch schon. Die mache ich jetzt mal nicht mehr. Okay, wir haben eine unbekannte Pille und Galb dabei. Ich werde jetzt mal nicht einsetzen. Denn diese Pille hat die Möglichkeit,
Telepilz zu sein und die werde ich nicht verschwenden. Scheiße. Hier habe ich versucht zu sprengen, ne? In diese Ecke habe ich versucht reinzukommen. Oder? Ist das hier Explosionsding? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe es versucht, aber vielleicht war ich da wieder zu schlecht. Nee, da habe ich es versucht. Kann ich noch irgendwo ausschließen, dass der Geheimraum ist? Ja, okay. An der Ecke kann er nicht sein. Dann kann er an der Ecke da oben auch nicht gewesen sein. Dann ist die Ecke weg. Dann ist die Ecke da auch weg. Direkt an den Mini-Bossraum darf er, glaube ich, auch nicht angrenzen. Dann ist die Ecke da aber auch schon weg. Dann muss er ja an einem Zweierraum angrenzen. Habe ich es hier schon? Habe ich die Variante schon probiert? Nee, die Variante habe ich noch nicht probiert. Da ist er. Hier war sogar ein ganz normales Versteck. Das ist alles nichts, was mir hilft. Das ist alles cool, aber im Moment habe ich ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Fuck. Ich hoffe echt, die haben eine Karte draus oder eine Telepille draus gemacht und sagen mir dann auch, hey, das ist übrigens eine Telepille. Du kannst dich damit aus Marm wieder raus teleportieren. Wenn ich mir mit diesem scheiß Item den Run versaut habe. Fuck. Ich habe da nicht dran gedacht. Aber jetzt habe ich alles getan. Jetzt habe ich alles in der Ebene getan, was ich tun konnte. Weiter. Jetzt kommt die Entscheidungsebene. Jetzt kommt die Entscheidungsebene. Wir gehen direkt gleich mal hier rein. Okay, wir kriegen keine Teleportationsperle. Geh auf, geh auf. Mist. Scheiße. Ah, ich gehe mal vorsichtig auf die, dass ich nicht versehentlich die falsche Pille einsetze nachher. Da oben ist auch eine Pille, aber an die komme ich nicht ran. Wobei doch komme ich, wenn ich mich verwandelt habe, komme ich an die Pille ran. Dann komme ich an die Pille ran. Kennen wir die? Das ist Galb, die kennen wir schon. Das ist Galb nochmal, okay. Upsala, Hilfe! Ja, jetzt habe ich hier meinen Satan-Deal versaut. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, das wäre jetzt was, was ich mal galpe. Weil dann kriege ich hier immer aus den Steinen Dings raus. Das vergulpe ich mir mal. So. Scheiße. Mann! Mein Gott, ich wäre eh sozusagen... Ich bin jetzt wieder so unkonzentriert, weil mich das jetzt wieder nervt mit der Geschichte. Scheiße. Okay, Itemraum. So, schnell. Schneller. Ah, ich schaff's nicht rechtzeitig. Okay, ich krieg die Verwandlung nicht hin bis hierhin. Schade. Sollte ich mir die irgendwie holen können. Ja. Nun also. Okay, hier ist ein Sacrifice Room. Das ist good to know. Das ist das Book of Secrets, ne? Aber damit werden wir zu Bücherwurm. Also nehme ich es mit, aber es nützt mir halt nichts.
dass ich jetzt Bücherwurm geworden bin. Es gibt noch eine Bücherei! Wenn wir da jetzt ein Teleportationsbuch finden, yo, ich raste aus, ne? Da ist der Stein, also das Skelett. So, was ist jetzt hier drunter? Jetzt kommt der große Moment. Gibt's jetzt eine Karte für mich oder eine Pille? Oh, Spiel! Du bist zu gut zu mir. Dann haben wir jetzt sogar notfalls eine zweite Telepille. Sollte ich mich irgendwo hin teleportieren, wo ich nicht weiter... Oh mein Gott, danke, Edmund. Edmund, danke. Oh mein Gott. Ich hatte so Angst. Jetzt darf ich aber... Jetzt muss meine Demotivation wieder aufhören. Jetzt muss ich wieder konzentrierter werden. Ich habe jetzt so viel hier Herzen liegen lassen schon wieder. Und den nächsten Engel-Deal versaut. Ich muss jetzt wieder aufpassen. Jetzt wieder Konzentration, Leute. Zu Mom könnten wir im Prinzip ja sogar die Bibel mitnehmen, ne? So ein Ding ist das. Toll. Zu Mom nehme ich die Bibel mit. Why not? Dann haben wir da schon mal keine Herzprobleme. Dann könnte ich jetzt aber auch einmal die Bibel einsetzen und mir den ganzen Kram holen. Wir werden ja wohl noch genug Räume zum Aufladen bekommen. Ja, es ist noch richtig weit zum Boss. Wir kriegen noch eine Aufladung hin. Ach so. Kriegt es irgendwie hin, dass die hier drüben liegen? Ja, nice. Perfekt. Dann hole ich mir nachher die Galpille nämlich. Das war jetzt nämlich mein Problem. Wenn jetzt hier drüben die Telepille... Ich will lieber beide Telepills behalten. Sollte ich einmal versehentlich vorher Q drücken und irgendwie die verschwenden? Ich riskiere hier überhaupt nichts mehr jetzt. Ich riskiere hier nur noch einen Scheißdreck. Alter, ich bin so... Oh. Das hat mich jetzt so beschäftigt, dass das schiefgehen könnte mit der Pillengeschichte. Okay, hier drüben könnte was sein. Ja, ist auch nicht ausgeschlossen. Und dann ist da drunter der Itemraum. Da ist sowieso nicht ausgeschlossen. Schade. Wobei, doch, im Itemraum könnten auch oben Steine sein. Waren da Steine oben? Nee, ne? Ach, das war der Item. Ja, siehste? Hätte ich doch wieder nachdenken können. Über den Itemraum wäre es nicht möglich gewesen. Hier kann auch nichts sein. Okay, bisher eigentlich keine Option für einen Geheimraum. Bisher keine Option, die ich sehe für den Geheimraum. Oh, was? Ach, du bist Gegner. Habe ich nicht gerafft. So, unbekannte Pille, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt gibt es überhaupt nichts Schlimmes mehr. Wir haben unser Hauptproblem erstmal gelöst. Holy moly, ey. Ja, komm, da gehen wir mal rein. Oh, shit! Ich wollte das Ding nicht in die Luft jagen. Aber gut, das ist passiert. Ja, doch, können wir schon noch mitnehmen. Lohnt sich auf jeden Fall noch. Einmal kriegen wir noch Curse Rooms, theoretisch. Da wäre nochmal eine Telepille. Lol, 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 lol. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist jetzt allerdings Zufall, dass er hier noch eine Telepille einem gibt. Ich denke, man kriegt wirklich nur die eine in dem Totenkopf halt. Und alles andere ist dann Bonus.
Sollte ich jetzt versehentlich oder sollte ich jetzt... Nee, Quatsch, ich kriege hier die Aufladung. Aber sollte ich versehentlich die Aufladung jetzt noch versauen? Hier kann ich auf jeden Fall reingehen. Sollte ich jetzt noch die Aufladung versauen? Für die Bibel. Aber habe ich nicht, weil jetzt ist sie voll. Dann könnte ich sogar mir noch eine Batterie kaufen. Aber wir sind voll, Aufladung ist da. Sehr, sehr angenehm. Puh. Ey, ich glaube, ich habe jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, habe ich das sogar schon mal gesehen, dass da eine Telepille rauskommt. Aber ich glaube, damals war es mir egal. Ich glaube, ich hatte es noch nicht so in der... Weiß ich nicht, vielleicht habe ich sogar schon zweimal befürchtet, dass es nichts wird. Und es ist einfach jetzt beide Male gut gegangen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ist jetzt auch egal. So, okay, jetzt noch Item-Geheimraum. So viele Bomben haben wir nicht. Hier könnte was sein. Hier könnte was sein. In den Shop rüber. Ja. In den Shop rüber könnte was sein. Willst du mich verarschen? Das wäre möglich. Na endlich. Das hat aber auch gedauert. Dafür werden wir nochmal mit hier einem Weed Fight belohnt. Der mir jetzt einen schicken Steam Sale gibt. Oder halt auch einfach nix. Gefühlt hat er mir nichts gegeben. Na gut. So, und den anderen Geheimraum suchen wir jetzt nicht, weil ich habe nur noch eine Bombe. Das ist Quatsch. Gut, dann engeln wir Mom einmal weg. Bibeln, wollte ich sagen. Moin. Ciao. Bekommen noch nichts dafür. Eine Kiste bekommen wir noch, ist okay. Ist egal, was wir nehmen. Eins von beiden kann ich ja nehmen. Oh, lol. Ach, ist das wegen More Options? Dass dann so die andere Option kommt? Das ist ja cool. So, und dann telepillen wir uns hier raus. Und hätte das jetzt nämlich irgendwie einen Teleport in irgendwas Komisches gegeben, hätte ich immer noch eine zweite Telepille gehabt. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Teleport gegeben hätte, wo man dann vielleicht wieder bei Mom rausgekommen wäre. Ich glaube, wenn man... Weiß nicht, ob man sich mit der Telepille in den Satan-Deal teleportieren kann. Ich glaube, dann wäre das passiert. Dann wäre das so eine Situation gewesen. Aber so glaube ich nicht. Okay. Gut. Dann holen wir uns jetzt unser Buch zurück. Und das war's. Ich hatte echt Angst, Mann. Ich hatte echt Angst, dass wir den Weg nicht bekommen. Okay, weiter geht's. Aber der Run ist noch lange nicht geschafft. Wir kriegen noch gewaltige Probleme oben, wenn wir jetzt nicht einen Wave-Effekt oder sowas finden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass wir noch eine Perks-Pille unterwegs mitnehmen. Aber dann muss ich sie auch erkennen. Wieder das nächste Problem. Aber das ist jetzt kein so großes Problem, wie falls wir keine Telepille bekommen hätten. Junge, 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 hatte ich grad Schiss. Ah, Mist, du Viech. Ich wollte böse Wörter sagen. Konnte mich noch zusammenreißen, gerade so. Jo, Junge, du bist charmed. Mach mal nicht hier... Mach mal hier kein 31er.
Das ist ein richtig ungeiler Raum. Machen wir das denn? Okay, sehr schön. Ah, durch das Charming geht es gar nicht so, ist es gar nicht so schlimm. Ach so, jetzt hätt's die gekillt. Ja, jetzt hätt's die gekillt. I see. Was ist das? Oh, Swallowed M80. Das hatten wir noch nicht. Ich guck gleich nach. Entschuldigung, dass ich jetzt hier überhaupt nicht experimentiere, was es ist, weil ich will wissen, ob es was ist, was, was es wert wäre, gegalbt zu werden. When taking damage, you have a chance to explode and deal 185 damage to all enemies around you. Geil. Das wird gegalbt. Dann habe ich zumindest noch die Möglichkeit, Gegner mitzunehmen, wenn sie mich treffen mit irgendwas. Und vielleicht ist es sogar für den Endkampf dann eine coole Geschichte. Man weiß es nicht, wir werden sehen. So, hier wäre ein Sacrifice Room. Wenn wir genug Herzen auf der Ebene zusammenbekommen würden, wäre das eine Geschichte. Aber aktuell sehe ich es noch nicht. Ah, ja, okay, bis wir da... Ist jetzt egal, gehen wir weiter. Cool, cool, cool. Nicht cool. Okay. Ich könnte die Telepille jetzt zum Rausgehen benutzen, aber ich will sie mal lieber noch behalten. Für andere Zeiten. Vielleicht ist sie noch später nützlicher. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Rückweg irgendwelche Räume noch erkunden müssen oder so und ein Raum ist komplett furchtbar, dass wir uns dann da raus teleportieren können. Irgendwie sowas. Okay, Explosive Diarrhea kann man auch einmal mitnehmen. Da ist der nächste. Sehr schön. Wir kriegen ja zwei davon. Die Experimental Pill nutze ich jetzt, glaube ich, lieber nicht mehr. Jetzt möchte ich keinen HP-Down mehr theoretisch haben. Okay, gehen wir durch. Nice. Jetzt nehmen wir es klar. Wobei, wir warten kurz. Vielleicht kriege ich hier wieder Probleme, wenn ich da durch... Stopp, ich spreng die raus. Ich spreng die raus. Okay. Okay. Perfekt. Sehr schön. Oh, hier ist sogar, aber da komme ich nicht ran. Brauche ich gar nicht sprengen. Oh, das nochmal. Aber da komme ich auch nicht ran. Brauche ich gar nicht sprengen. Hab ja keine Bibel mehr. Gefährlich. Ganz gefährlich, wie das hier alles liegt. So. Wir haben noch nicht den... Da ist der Itemraum. Da ist der Dude, aber den werde ich jetzt nicht füttern. Da haben wir gesehen, wie viel Münzen der frisst. Oder fressen kann. Den lassen wir schön in Ruhe. Wenn schon ein geiles Item dabei ist, würde ich es direkt nehmen, aber vielleicht auch erst auf dem Rückweg. Okay, was war die 69? War das Wafer-Effekt? Würde ich ja feiern. War das der Wafer-Effekt? Ich hoffe es gerade, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist der Wafer-Effekt. Oh yes. Es ist der Wave-Effekt. Und es gibt +3 Soul Hearts.
Deswegen lasse ich es noch kurz liegen und nehme es nachher mit. Weil jetzt 3 Soul Hearts dazu, seht ihr selber, ist nicht so sinnvoll. Denn die sind voll. Ne? Und wir kommen ja eh nochmal an dem Itemraum vorbei. Also alles gut. Aber sehr gut. Wir haben den Wafer-Effekt. Wir haben den Wafer-Effekt. Nice, nice, nice. Da ist der Shop. Was haben wir hier? Okay. Tut eigentlich nicht weh, das Ding mitzunehmen. Nehmen wir noch mit. Wenn ich jetzt Galb noch hätte, aber so, ja, schwierig. So ist das jetzt ein bisschen schwierig. Was nehme ich jetzt für ein Trinket mit? Ich bleib lieber mal bei dem Lipstick. Da ist der Bossraum. Dann haben wir alles, ne? Dann haben wir alles. Machen wir noch den Itemraum. Geheimraum, wollte ich sagen. Der hat eine gute Möglichkeit, hier zu sein. Oh, Junge. Ich mag den Raum, aber da muss ich mal böse aufpassen, dass mir nicht alles um die Ohren fliegt. Vor allem mit dem Viech da. Spreng mir nicht das Ding im Gesicht. Sag's dir. Ja, leider. Kann ich das nicht auch noch verschieben? Oh my goodness! Gib mir das! Liebe das, wenn da 2 Items auch noch rauskommen. Gib mir noch, was weiß ich, was du mir geben kannst. Du könntest mir irgendwas bestimmt noch geben. Ja, Geld, okay. Aber du kannst auch Items tropfen. So. Eine Chance noch, eine Bombe haben wir noch. Eine Chance noch für den normalen Geheimraum. Aber nicht viele Möglichkeiten. Überhaupt nicht viele Möglichkeiten. Hier vielleicht? Nice. Dein Teil wird doch an den Bossraum angrenzen. Habe ich nichts gesagt. Dann will ich nichts gesagt haben. Unbekannte Pille. Okay. Dann will ich überhaupt nichts gesagt haben und es ist alles cool. Okay. Gut. Abflug. Schön Cancer mitnehmen, wenn wir zurück... Eigentlich werde ich... Jetzt kann ich eigentlich wirklich Cancer einsammeln, ne? Also ich meine... Bevor ich dann ewig weit noch zu dem Itemraum laufen muss. Ich nehme lieber jetzt gleich Cancer mit, bevor da noch irgendwas schief geht. Bevor da noch irgendwas schief geht, nehme ich jetzt Cancer mit. Okay. Let's go. Bevor da noch irgendwas schief geht. Denn wer weiß, wie weit es zum Itemraum gewesen wäre. Na, jetzt kommt hier erst der Raum. Und dann werde ich schon 3 Millionen Mal getroffen vielleicht. Mama. Und dann habe ich schon so viel Treffer kassiert, dass es alles kacke ist. Und so würde ich jetzt ja eh schon nur noch halbes Herzschaden nehmen. Ich glaube, der ist hier direkt der Raum. Okay, ist er nicht. Schön. Ja, jetzt muss ich durch den langen Raum hier noch durch. Das ist natürlich nicht so cool. Jetzt passiert natürlich nichts mit Treffern, ne? Aber ich wette, wenn ich Cancer nicht genommen hätte, dann hätte es mir hier, einfach schon alles abgezogen. Ah, siehst du? So.
Speed-Up. Will ich noch ein Speed-Up? Ach komm, was soll's. Kann man sich mal gönnen. Es geht sogar weiter hier mit den Räumen. Im Übrigen, falls ihr euch wundert, dass ich trotzdem jetzt ein ganzes Herz Schaden genommen habe, der Cancer-Effekt wird erst aktiv, sobald ich einmal getroffen wurde. Das heißt aber, bei einem Bosskampf merkt man es trotzdem. Fuck. Fuck. Ja, hier wäre dann gewesen. Ist mir das Telepathiebuch, Telepathie. Ist Telepathie. Ist mir das Buch wichtiger als die Möglichkeit, aus ganz vielen roten Herzen blaue zu machen? Nein. Nein, wir nehmen Guppies Paw mit. Das ist noch eine viel bessere Versicherung. Das ist nochmal eine viel bessere Versicherung. Alles, was recht ist, das ist eine... Das ist eine bessere Versicherung. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich denke, ihr hättet das auch gemacht. Das ist eine viel bessere Versicherung. Ich meine, am besten wäre es gewesen, wir hätten zwei Spaceball-Items mitnehmen können. Gar keine Frage. Ah, shit. Ja, jeder erste Treffer für jeden Raum zählt natürlich nochmal als richtiger Treffer. Das kann ich leider nicht ändern. Also einmal getroffen werden ist leider nochmal ein richtiger Hit pro Raum. Aber danach sind es dann halbe Treffer. Deswegen für einen Bosskampf gut. Ah, shit. Für einen Bosskampf gut, aber für die Einzelräume noch gefährlich. Also es ist noch nicht ganz Wafer, es ist fast Wafer. Wir müssen halt bis zum Boss kommen, das ist das Ding. Wir müssen bis zum Boss kommen, okay. Will ich... Okay, er ist hier, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier haben wir auch keinen Itemraum liegen lassen, das heißt, hier können wir einfach durch. Das ist in Ordnung, hier können wir einfach durch. Gut. Das Herz kann ich nicht mitnehmen. Kann nichts weiter tun. Abflug. Wir müssen in Basement 2 und in Basement 1, glaube ich, noch den Itemraum mitnehmen. Das müsste noch möglich sein. Das müsste noch möglich sein. So, wir haben drei Einzelräume. Einer davon könnte schon der Strahlraum sein. Schade. Cool. Okay. Wir spielen nochmal eine Runde. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar nette blaue Herzen bekommen. Oder ein besseres Trinket. Oder irgendwas. Nice. Shit. Auch dieser Raum ist nicht mein Glück.
Aber er ist auch nicht mein Pech. Völlig in Ordnung, der Raum. Wir gehen nach oben. Nice, okay. Kann ich noch irgendwas einsammeln? Nee, ne? Ich denke, da haben wir alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Ja. Dann jagen wir das Ding noch in die Luft. Vielleicht gibt es da noch ein blaues Herz. Nachhineinträglich. Ah, eine Pille gibt es noch. Lemon Party, okay. Nützt mir nichts. Gut. Dann weiter im Programm. Ein blaues Herz mehr ist in Ordnung. Für ganz viele Münzen, aber hey, was soll's. Okay, fieses Viech, mach einfach gleich einen Abflug, bitte. Shit. Mistvieh, ey. So, komm, können wir gleich den Strahl bekommen, bitte? Nein, leider nicht. Aber der Raum dürfte mir jetzt auch keinen Schaden machen. Jetzt aber den Strahl. Leider nicht, aber es geht auch hier noch weiter. Also der Weg ist noch nicht zwingend zu Ende. Aber hier ist der Weg zu Ende, das ist ärgerlich. Dann sind wir nämlich leider bisher falsch gelaufen. Ist denn hier unten vielleicht der Strahl? Nein, da ist der Itemraum. Aber den hatten wir, glaube ich, sogar schon. Juhu. Ach, da war das Ding drin. Ja, ich habe ja gesagt, wir können dann rerollen. Können wir nicht. Also, wir können dann vielleicht rerollen. Und jetzt ist die Feststellung, wir können nicht rerollen. Dann müssen wir durch den engen Raum hier. Gefällt mir gar nicht. Ja, ich hätte gedacht, der trifft mich. Okay, ist in Ordnung. Und da ist der Strahl. Okay, wir haben alles. Weiter geht's. Bisher ist das okay. Bisher ist das okay. Jetzt könnte man sogar nochmal überlegen, hier zu gucken, was der mir geben könnte. Ich habe zwar viele Geld ausgegeben, aber vielleicht droppt er mir nochmal ein HP ab. Wäre halt 3 weitere blaue Herzen. Das wäre schon sehr nice. Wenn du noch ein HP ab für mich hättest, dann würde ich das äußerst feiern. Sehr schön. Ist natürlich dadurch, ne, durch Guppys Paw noch viel mächtiger geworden, jetzt ein HP ab. Schöne Sache. So, hier ist der Itemraum. Auch den hatten wir schon. Das heißt, die anderen 2 Itemräume sind es, die wir noch brauchen. Oh Gott. Erstmal die Dinge am Rand wegmachen. So, und jetzt ihn hier. Ah, Scheißdreck. Aber jetzt, ab jetzt machen wir nur noch halben Schaden. Also, wenn wir jetzt nochmal getroffen werden sollten... Bei ihm ist es nicht ganz so dramatisch. Ja. Aber es passiert halt. Okay, hier geht's zum Strahl. Schade. Ach, das war dumm. Ach, komm schon. Hier geht's zum Strahl. Okay. Kann ich noch irgendwas tun? Nee, ne? Hier waren Bomben. Die kriege ich für Schlüssel. Na gut, komm. Wir haben so viele Schlüssel. Dann können wir jetzt uns auch noch Bomben holen. Vielleicht sind die nachher nützlicher. Für irgendwas. Man weiß es nicht so genau. Okay. So, 2 Räume. 2 Ebenen haben wir noch vor uns. Hier wieder Itemraum können wir jetzt suchen. Kommt direkt, sehr schön. Spiel ist kooperativ, gefällt mir. Okay, wir gehen aber erstmal weiter, weil wir jetzt die Verwandlung haben. Ja, das war nicht so cool. Was macht der Wurm? Das eine ist der Grow Inside, das andere ist der Traktorstrahl, richtig?
Nee, Infestation ist Fly Revenge. Wenn Isaac jetzt hit, 2 bis 6 Blue Flies will randomly spawn. Okay. Und das andere ist aber jetzt wirklich der Traktorstrahl. Moment. Der ist hier. Genau. Controlled Tears. Ich frage mich nur gerade, ist das gut für den Bossfight? Schon eigentlich. Es ist ein Tears-Up dazu, es ist ein Range-Up dazu. Ich würde schon sagen, dass das gut ist. Ja, vor allem durch das Tears-Up. Doch, ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist sehr okay. So, jetzt Lichtstrahl direkt. Schade. Doch, also vor allem wegen dem Tears-Up. Denn allein ein Tears-Up hätte ich ja schon genommen. Da braucht man gar nicht diskutieren. Tears-Up nimmt man natürlich. So, Lichtstrahl. Nice. Okay, wir können nichts weiter einsammeln. Es liegt auch kein Herz rum. Gut. Dann weiter. Letzte Ebene. Auch hier nochmal Itemraum suchen. Ja, shit. Da war er zu weit weg für mich. Kam ich nicht mehr ran. Oh, neue Verwandlung. Schlechter Raum. Ja, komm. Ist egal. Verwandlung ist erstmal wieder durch. So, was haben wir hier? Oh, die Pepperoni würde ich... Ich glaube, ich würde die Pepperoni bevorzugen. Die sorgt dafür, dass... Oder ist es... Nee, das ist was anderes. Lasst mich kurz nachgucken. Das ist nicht das Ding, was Feuer speit. Das ist irgendwas anderes. Das Ding, was Feuer speit, sieht ein bisschen gemeiner aus. Bird's Eye. Hä? Das ist... Das Ding heißt Bird's Eye? Das Auge eines Vogels? Das klingt nicht... Das klingt nicht, als ob das zu dem Item gehört. Aber ist egal. Doch, das ist es mit der Flamme. Doch, das ist es mit der Flamme. Nice. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Das andere wäre... Das andere ist, glaube ich, das Auge, was durch den Raum fährt und ab und zu mal ein bisschen schießt. Das ist, genau Kane's Other Eye. Nee, das ist Schwachsinn. Das macht zwar so viel Schaden wie ich auch, aber das ist... Also, Schwachsinn im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Wieso heißt es Vogelauge? Warum heißt es nicht einfach Pepperoni? Keine Ahnung, ist egal. Aber schöne Items. Schöne Items nochmal zum Schluss bekommen. Wir schießen zwar sehr selten jetzt die Flamme, aber wenn wir sie schießen, dann mit Freude. So. Lichtstrahl? Immer noch nicht. Ah, natürlich werde ich nochmal getroffen, logisch. Oh, vorsichtig, oh, vorsichtig, oh, vorsichtig. Okay. So, wo ist der Lichtstrahl? Da ist er nicht. Ah, wo ist mein Lichtstrahl? Da ist er auch nicht. Nein! Ach, Mann! Jetzt wäre ich natürlich mit dem Herzen nochmal ganz zufrieden, weil, mit Herzen könnte ich jetzt halt noch mich heilen.
Na, aber jetzt liegen nirgendwo rote Herzen rum. Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben den Lichtstrahl immer noch nicht gefunden. Ach so, ich krieg ja das Bett. Ich bin schon wieder dumm. Ich krieg ja das Bett. Ich darf mich ja komplett heilen. Ich darf mich ja komplett heilen. Okay, wir sind fertig. Drückt mir die Daumen, dass meine Entscheidungen alle richtig waren. Dann sehen wir weiter. Genau, ich darf ja hier schlafen und dann kriege ich ja eine volle Heilung. Alles gut. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Was kriegen wir hier noch? Noch eine Münze. Chillig. Und was gibt's hier noch? Noch ein Marmor. Ja, nee. Das nehmen wir natürlich nicht mit. Wir werden auch nicht mehr zu Mother. Ist in Ordnung. So. Wenn es dann knapp wird mit den Herzen, dann kann ich jedes rote Herz in ein blaues verwandeln. Wir haben diesmal noch bessere Ausgangschancen, was den Kampf angeht. Und die Flammen sind natürlich insane gut. Ach stimmt, ich kann ja diagonal schießen, lul. Oh, aua. Ganz vergessen, ich kann ja diagonal schießen. Jo, alles klar, Kollege. Wir machen nicht sonderlich viel Schaden, muss man dazu sagen, aber es ist okay. Oh, ich habe nee, okay. Ich hab nicht drauf geachtet, wo er ist. So, jetzt einfach schön ausweichen. Ah, Mist, die Flügel. Ach, geh doch nicht. Geh mir nicht auf den Keks, Mann. Aber ich denke, ich bin auch diesmal ganz gut, was die Ritter angeht. Vom Dings her. So, er ist raus. Er ist raus. Wir brauchen immer noch nicht die Tatze einsetzen. Alles cool. Ja, also wir haben jetzt so viel Energie noch zusätzlich übrig. Also Entschuldigung, wenn das jetzt schief geht, weiß ich auch nicht. Wir haben so viel Energie übrig, dadurch, dass ich die Paw mitgenommen habe. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Wie gesagt, wir machen nicht so viel Schaden. Das merke ich auch. Aber es ist okay. Wir sind auch diesmal nicht so groß, sodass uns nicht 3 Millionen Sachen treffen. Und wir haben 2 Pretty Flies um uns rum. Also viele Schüsse werden auch einfach abprallen. Das ist alles in Ordnung hier. Ja, komm, schön ein bisschen weiter nach vorne noch. Da ist lecker Feuer. Ja, geht da nicht hin im Moment. Nicht in die Flammen. Ab 2 übrigen Herzen setze ich dann lieber Dings ein, aber noch nicht. So, da ist er auch weg. Moin. Also der Wafer ist schon sehr wichtig gewesen. Ne? Also ich glaube auch ohne Wafer hätten wir natürlich schon einige Herzen mehr zur Verfügung gehabt wegen Dings, aber dann hätte ich Gabis Paw schon längst einsetzen müssen. Will ich nur kurz betonen. Hätte ich längst einsetzen müssen, Gabis Paw. So, tschüss.
Jetzt kann ich auch schöner ausweichen, weil ich nicht so riesig bin. Ach, scheiße. Tschüss. Okay, jetzt kommt nur noch Beast. Und da sind die Flammen jetzt nochmal geiler, weil die Flammen halt einfach in ihm drin bleiben. Die machen jetzt halt konstant Schaden. Ja, also bitte. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weiß ich aber auch nicht. Ups. Aber Guppy's Paw, ich bleib dabei, Guppy's Paw war die richtige Entscheidung. Schaut's euch an. Denkt euch kurz, ich hätte es nicht mitgenommen. Wir wären schon jetzt tot. Guppy's Paw war extremst wichtig. Ohne Guppy's Paw hätte es nicht gereicht. Der Wave-Effekt alleine hätte nicht gereicht. Ich hätte zu viel Energie verloren. Dafür hat mir Dings wieder zu viel abgezogen vorher, Dogma. Sehr schön. Ciao! Oh, fuck. Damit haben wir Samson jetzt aber wirklich fertig. Larynx, oder was immer du bist, has appeared in the basement. Samson, Tainted Samson, fertig. Oh, Junge. Okay. Wie viele Videos haben wir jetzt für einen einzelnen Charakter gebraucht? Eine Menge. Und das war ein einfacher Charakter. Ich möchte das nochmal betonen. Das war ein einfacher Charakter. Counter hat mir geraten, mit Eve die Dinger zu machen. Da gäbe es coole Items für. Also welche, die sich auch lohnen. Insofern denke ich, gehen wir das beim nächsten Mal an und schauen mal, was draus wird. Danke fürs Zuschauen an der Stelle erstmal und tschüss.